Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die ersten beiden Episoden von Star Wars Obi-Wan Kenobi. Bleibt dran! Letzten Freitag war es soweit. Die ersten beiden Episoden der neuen Star Wars Serie Obi-Wan Kenobi feierten auf Disney Plus ihre Premiere. Ja, ich habe echt wirklich gehofft, ich könnte ein besseres Video zu dieser Serie machen, als ich es leider Gottes machen muss. Ich war vor der Premiere der Serie richtig gehypt. Über den Charakter Obi-Wan Kenobi, über endlich eine neue Star Wars Serie, über die Lore, die erzählt werden könnte, über den Schauspieler Ewan McGregor. Was bekam ich geboten? Die erste Folge erinnerte mich an Herr der Ringe, wo alle nur durch den Wald marschiert sind, und hier bei Obi-Wan Kenobi marschierten alle Charaktere in der ersten Folge nur durch die Wüste. Die zweite Folge war dann, erinnerte mich an Episode 1, wir rennen alle dem Kind hinterher. Insgesamt somit für mich ein leider Gottes nicht allzu emotionales, positives Feedback über die ersten beiden Episoden. Doch warum? Naja, wie schon angekündigt war oder bestand die erste Episode daraus, dass wir Obi-Wan Kenobi auf Tatooine sahen und wir seine schützende Hand über den kleinen Luke, der mittlerweile 10 Jahre alt ist, gehalten hat und ihn aus der Ferne beobachtet und beschützt hat. Unterbrochen bzw. ergänzt durch ein paar Dialoge mit seinem Onkel und dem Auftreten der Inquisitoren, die auf der Suche nach Jedi sind. Dazwischen haben wir eine Inquisitorin, die dritte Schwester, ich glaube Reva heißt sie, die eine persönliche Fehde anscheinend hat und unbedingt nicht nur Jedi schnappen will, sondern genau einen Jedi, nämlich Ben Kenobi. Das wiederum gefällt den anderen Inquisitoren, vor allem dem Großinquisitor, überhaupt nicht. Ein, zwei kleine Scharmützler, die sich eher auf der rhetorischen Ebene abspielen, und dann war es das auch schon mit der ersten Folge. Wir haben ein paar nette Szenen drinnen, wir haben ein paar nette Schmankerl oder Schmunzelszenen drinnen. Obi-Wan Kenobi arbeitet in einer Fischfabrik. Zumindest wirkt es für mich so, als wäre es eine Fischfabrik. Er schnippelt auf jeden Fall irgendeinen Wüstenwal das saftige Haifleisch, saftige Walfleisch von den Rippen. Wir haben einen Inquisitor, der eher mehr damit beschäftigt ist, gegen seine Schwester bestehen zu wollen, was ihm nur teilweise gelingt in der ersten Folge. Und wir haben viel Wüste, wir haben eine nette, witzige Szene mit Ben Kenobi und den Sandleuten, und wir sehen den jungen Luke, wie er am liebsten einen Speeder oder einen X-Flügler fliegen würde wollen. Ja, das kleine Spiel eines Jungen oder das Spiel eines kleinen Jungen. Negative Einstellung, die pessimistische Einstellung von Ben Kenobi und Schurken. Gut, ja, fertig. Ja, wir machen dann auch noch einen kleinen Ausflug auf Andor, sehen Leia, auch als 10-Jährige natürlich. Ja, von diesen Schmankeln, von diesem Ausbau der Lore, wir sehen andere Planeten, wir sehen andere Charaktere, wir sehen Charaktere, die wir kennen, in anderen Situationen, war das, was ich mir erhofft habe, war das, was ich mir gewünscht habe von dieser Serie,
von Obi-Wan Kenobi, aber ich habe es nicht bekommen. Es hat mich nicht abgeholt. Im Gegenteil, als ich die erste Folge gesehen habe, wusste ich, warum der Premierentermin verschoben wurde und man zwei Folgen präsentiert hat, weil man wahrscheinlich aus Produzententeam ganz genau gewusst hat, die erste Folge alleine nur für sich und das Publikum dann eine Woche warten zu lassen auf die zweite Episode, die etwas mehr Action bietet, würde nicht funktionieren. Ich bin sicher, das Produktionsteam wusste, wenn sie nur die erste Folge präsentieren und dann eine Woche vergehen lassen, hagelt es Shitstorm und negative Kritik. Die zweite Folge hat dann etwas mehr Tempo, etwas mehr Action in die Serie gebracht. Wir haben wieder den Planeten gewechselt. Die junge Prinzessin Leia musste aus den Fängen von Kopfgeldjägern befreit werden. Kopfgeldjägern, die von der dritten Schwester von Reva angeheuert wurden, um Obi-Wan Kenobi aus der Reserve zu locken. Was dann auch funktioniert hat. Es kommt zum Kampf zwischen Ben und den Inquisitoren, den Kopfgeldjägern und Reva. Gut, das hätte gut funktioniert, wenn es in einer Folge wäre, wenn man die ersten beiden Episoden in eine Folge storytechnisch und erzählerisch komprimiert hätte. Dann hätten wir das Tempo gehabt, dann hätten wir die Spannung gehabt, dann hätten wir die Referenzen gehabt, die Erweiterung der Lore, die Geschichte zu erzählen, die Action zu präsentieren und Lust auf mehr zu machen. Leider wirkt es so, als würde man das Drehbuch eines Kinofilms mit ja, vielleicht knapp 2 Stunden ausdehnen auf 4, 5 Stunden und 6 Folgen. Und dazwischen versuchen, irgendwie die Lücken zu füllen, was bis jetzt nicht funktioniert. Der große Cliffhanger, beziehungsweise der große Wow-Moment sollte dann am Schluss der Episode 2 sein, dass wir Darth Vader, Anakin Skywalker in seinem Bacta-Tank sehen. Das uns Lust auf mehr machen sollte. Ja, für mich hat es dazu geführt, dass ich mich jetzt frage, was wollen Sie uns noch in den nächsten 4 Episoden präsentieren? Wir wissen ja, es wird auf einen Endkampf zwischen Ben und Darth Vader hinauslaufen. Oder auf einen Endkampf mit Ben und Reva und Darth Vader, wo dann Reva wahrscheinlich das Zeitliche segnen wird, Ben wieder auf Tatooine verschwinden wird und Darth Vader weiter der Schurke der Galaxis ist. Auch ein Problem von Prequel-Serien, wenn man bestehende Charaktere nimmt. Die Spannung kann nicht so transportiert werden wie bei Charakteren, die man nicht kennt, die noch nicht in Fortsetzungen erzählt wurden. Denn wir wissen, wie es ausgeht. Wir wissen, wie die Serie ausgeht. Wir können nicht mit Ben Kenobi mitfiebern und um sein Leben bangen, weil wir wissen, er wird in Episode 4 auftauchen und erst dort gegen Darth Vader wieder kämpfen und sterben. Das wissen wir. Wir wissen, ein Endkampf zwischen Ben und Darth Vader wird nicht bombastisch sein und das Gute wird nicht siegen, da auch Darth Vader überleben wird und erst in Episode 6 das Zeitliche segnet. Somit bleibt hier Spannung auf der Strecke. Auch die Entführung von Prinzessin Leia bringt keine Spannung, weil wir wissen, sie wird gerettet werden und sie wird erwachsen werden und sie wird wohlbehütet aufwachsen und gegen das Imperium kämpfen. All das wissen wir. All das kann nicht in dieser Serie für Spannung sorgen. Aber es ist genau das, woran die Serie festhält, um Spannung zu erzeugen. Und da hätte ich mir einen anderen Weg gewünscht.
Da hätte ich mir andere Endgegner gewünscht, da hätte ich mir andere Charaktere gewünscht, die die Story tragen. Und vor allem eine Story tragen, die wir nicht kennen. Oder die wir nicht erahnen können, die wir uns nicht aus den zukünftigen Geschichten, die in dieser Zeitlinie erzählt werden, zusammenreimen können. Und das ist für mich das große Problem bei der Serie Obi-Wan Kenobi, wo ich denke, dass sie bis zum Schluss daran kranken wird. Und ich aber trotzdem hoffe, dass sie noch die Kurve kriegt, dass die dritte Episode der Serie einen Tempowechsel muss es mit sich bringen, davon gehe ich sehr stark aus, aber auch storytechnischen Wechsel mit sich bringen wird. Bleiben wir gespannt. Wir haben eine knappe halbe Woche zu warten, bis wir die dritte Episode kommenden Mittwoch präsentiert sehen. Dann sehen wir uns auch hier auf diesem Kanal wieder zu einem neuen Review. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.